Herzlich willkommen zu meiner Folge 2 zum Thema Stressreaktion und Belastungssituation. Folge 1 haben Sie vielleicht schon gesehen. Falls Sie Folge 1 noch nicht gesehen haben, hier oben nochmal eine Infokarte zu Folge 1. Ja, in der Folge 1 drehte sich alles um die Biologie und Funktionsweisen von Stress im menschlichen Körper. Ja, was passiert im menschlichen Körper, wenn wir Stress erleben? Nun aber zu Folge 2. Folge 2, da dreht es sich um die stressauslösenden Faktoren, also die sogenannten Stressoren. Viel Spaß mit meiner Präsentation. Herzlich willkommen zu meiner heutigen Präsentation. Ja, in meiner heutigen Präsentation dreht sich alles um das Thema stressauslösende Faktoren. Auslöser von Stressreaktionen beim Menschen. Stressauslösende Faktoren werden auch als Stressoren bezeichnet. Also immer wenn Sie den Begriff hören, Stressoren, meint das Auslöser für Stress. Ja, und die Stressoren kann man in unterschiedliche Bereiche eben halt einteilen und die werde ich Ihnen in diesem Podcast heute hier vorstellen. Parallel hierzu sollten Sie einmal für sich schauen und überprüfen, welche Stressoren, die hier aufgezeigt werden, können für mich im Alltag in Frage kommen. Ja, das heißt also, wenn man seine Stressoren kennt, die in mir etwas auslösen, wie in Folge 1 auch beschrieben, dann kann man natürlich auch gucken, wie man seine Stressoren insgesamt minimieren kann, damit man sich im Verlauf besser fühlt. Kommen wir nun zu den ersten Auslösern. Physikalische Reize. Also wir können die Stressoren in physikalische Reize einteilen. Zum Beispiel überraschende bzw. chronische Lärmbelastung. Na, wenn Sie mal überlegen, Sie wohnen an einer stark befahrenen Straße und haben hier die Dauerbelastung Lärm, dann kann das durchaus Folgen für Sie haben und die Stressreaktion lösen. Chronische oder akute Lärmbelastung. Aber auch Kälte und Hitze sind Stressoren, die Stressreaktionskette auslösen können. Ne? Wenn Ihnen sehr heiß ist und die Umgebungstemperaturen sehr hoch sind, zum Beispiel sitzen Sie im Klassenraum im Hochsommer, draußen sind knapp 40 Grad, dann lässt sich natürlich im Klassenraum auch schlecht konzentrieren. Weitere physikalische Reize können aber auch sein Lichtreize. Oder Verletzung, Stich-Schnittverletzung. Ne, Patienten postoperativ haben ja Wunden und das sind durchaus auch Stressoren, die eben halt gegeben sein können. Kommen wir nun in den zweiten Bereich, der zweite Bereich der stressauslösenden Faktoren, der zum Beispiel toxische Reize entspricht. Rauch, Gase, Gestank. Und wenn ich wieder im pflegerischen Bereich bleibe oder im Medizinberufe bleibe, haben Sie zum Beispiel hier auch durchaus mit solchen Stressoren zu tun, die langfristig auch Erkrankungen hervorrufen können. Wie zum Beispiel Flächendesinfektionsmittel. Nicht umsonst ist Flächendesinfektionsmittel in einem Eimer, wo ein Deckel drauf ist oder gegebenenfalls sind da nur einzelne Tücher drin, die Sie rausziehen können und dann auch mit Handschuhe anziehen sollen. Denn diese Flächendesinfektionsmittel gasen aus und können entsprechend natürlich auch Stressreaktionen hervorrufen. Ja, und zu guter Letzt ist eigentlich auch der größte Bereich hier gegeben, wo stressauslösende Faktoren da sind. Und wenn Sie sich einmal hier im Vorfeld Gedanken gemacht haben, werden Sie feststellen, dass psychische Belastungen die häufigsten Stressoren überhaupt sein können. Ja, wie zum Beispiel Zeitdruck, ne? Sie müssen viele Aufgaben in Ihrem Berufsalltag bewältigen innerhalb von kurzer Zeit. Oder eben halt unterschiedliche Rahmenbedingungen, die eben halt möglich sind. Personalnot. Eine Pflegekraft muss 20 Bewohner versorgen und alle klingeln sie und man weiß gar nicht, wo man als erstes hin soll. Aber auch Anspruch und Ehrgeiz können auch in einem intrapsychischen Konflikt zueinander stehen. Sie sollen unter Rahmenbedingungen arbeiten, aber ihr Anspruch und ihre Haltung ist so, dass sie das Gefühl haben, sie leisten nie genug.
Ne, frustrierende Erlebnisse, Überforderung, ständige Überforderung, aber auch Konflikte, Konflikte innerhalb von Teams, Konflikte aber auch innerhalb von, ja, zum Beispiel Bewohner, Patienten und Pflegekraft oder aber auch Konflikte im häuslichen Umfeld, ne, Konflikte, wo eben halt, ja, es Unvereinbarkeiten gibt, unterschiedliche Ansichten gibt, die eben halt aufeinander prallen können. Ja, zum Beispiel aber auch, wenn Sie zum Beispiel mehrere Berufsrollen innehaben. Ne, wenn Sie zum Beispiel in Ihrem beruflichen Umfeld als Pflegekraft arbeiten, aber zusätzlich auch noch Praxisanleiterin sind und sollen eben halt neben der Bewohnerversorgung auch noch andere Ämter einnehmen und letztendlich auch umsetzen. Also der Bereich der psychischen Belastungen, die eben halt Stressoren als Stressor gelten und eben halt die Stressreaktionskette auslösen können, sind hier sehr zahlreich. Gerne wird auch in Lernleistungskontrollen nach Stressoren gefragt und sie sollen dann vielleicht auch einen Bezug zu ihrem Arbeitsleben, zu ihr Arbeitsleben dann auch herstellen können. Haben Sie hier Stressoren für sich entdeckt? Oder fehlen sogar vielleicht auch Stressoren? Selbstverständlich kann ich nicht alles aufzeigen. Und es gibt noch viele, viele weitere Stressoren, die möglich sind. Aber man kann sie gut einteilen in physikalische Reize, toxische Reize und psychische Belastung. Es ist gut, wenn man sich dahingehend reflektiert und einmal überprüft, welche Belastungssituationen sind gegeben für mich im Alltag. Was stresst mich eigentlich? Was sind die Auslöser für meine Stressreaktion? Ja, wenn man die kennt, kann man selbstverständlich hierzu auch eine Haltung entwickeln oder diese Auslöser oder diese Situation, die kompliziert sein kann, auch bewerten, unterschiedlich bewerten. Und hier kommen wir schon in die nächste Folge, in die Folge 3. Bis zu Folge 3 möchte ich Ihnen aber dennoch eine kleine Hausaufgabe geben. Überprüfen Sie einmal eine Woche lang, welche auslösenden Faktoren spielen bei Ihnen vielleicht eine Rolle. Und sammeln Sie mal diese. Das ist vielleicht eine gute Idee. Bis dahin, bis zu Folge 3 wünsche ich Ihnen zunächst erstmal alles Gute. Und tschüss. Ich hoffe, Ihnen hat meine Präsentation zum Thema Stressreaktion und Stressoren ganz gut gefallen. Wenn ja, hinterlassen Sie mir einen Daumen hoch oder vielleicht abonnieren Sie auch meinen Kanal, dann verpassen Sie auch keine weiteren Folgen. Ja, in der Folge 3 geht es um die unterschiedlichen Stressarten, die wir erleben können. Und hierzu werden wir nächste Woche ein neues Video sehen. Also bleiben Sie dran und interessiert. Bis dahin und tschüss.